Hallo und herzlich willkommen aus dem Auto heraus. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Und in diesem Video hier möchte ich euch einmal die Frage beantworten, wie geht man eigentlich mit nervigen Kunden um? Ja, was sind eigentlich überhaupt nervige Kunden? Weil ich finde ja persönlich, jemand, der dir Geld gibt, ist jetzt nicht unbedingt nervig. Ne? Kann nur ein bisschen fordernder oder ein bisschen anstrengender werden. Aber nervig ist immer ein doofes Wort. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja? Was bedeutet denn nervig? Nervig als Sprecher könnte zum Beispiel sein, bei einem Voice-Over, dass diese Person 20 Mal eine Korrektur haben will. Von absolut dummen Sachen für unser Verständnis jetzt. Ne? Zum Beispiel, die Person sagt, ja, an der Stelle mit der Stimme ein bisschen runtergehen. Dann gehst du an der Stelle mit der Stimme runter, schickst es alles extra neu zu. Du hast es neu aufgenommen, exportiert, schickst es neu zu. Dann kommt wieder eine Nachricht. Ah nee, vorher war doch besser, aber an der Stelle bitte da mehr Energie reingeben. Okay, für dich heißt mehr Energie. So, verstehst darunter, okay, du machst mehr Elan, ja, mehr Freude, mehr Dynamik. So, dann machst du das, schickst es dem zu und dann kommt wieder eine Korrektur. Ja, nee, mit Energie meinte ich mehr aggressiv. Okay, gut, dann war es wohl eine sprachliche Barriere. Gut, alles klar. Also ihr merkt, wohin die Reise führt. Tausende Korrekturen, ja, nie zufrieden und immer ganz komische, schwammige Angaben. Dann wollen sie das, dann wollen sie es doch nicht, ja. Bei einem Autoren wäre nervig zum Beispiel, ja, die wollen jetzt, dass du den und den Charakter genau so sprichst, ja, obwohl die selber gar keinen Plan haben, ja. Oder, nee, der braucht ein bisschen mehr kratziges Feeling in der Stimme. Du besitzt eine Frau und du fragst sie, okay, wie soll ich das denn kratzig rüberbringen und irgendwann wird es ja auch lächerlich ein bisschen. Ne? Das heißt, du als Sprecher oder Sprecherin weißt es, wenn du eine Ausbildung genossen hast, in der Regel besser als jetzt irgendwie andere Leute, ja? Die es vielleicht nicht gelernt haben. Und da ist es einfach wichtig, folgende Dinge zu tun. Erstens, wenn es jetzt nicht übelst häufig vorkam, ja, die Person will jetzt ein paar Korrekturen haben, ja, die ist ein bisschen anstrengender, ja, die drückt sich nicht 100% richtig aus, dann ist es halt so. Deine Arbeit als selbstständiger Sprecher ist es halt auch einfach, mit solchen Leuten umgehen zu können. Das ist halt einfach dein Job, okay? Und du kannst ja gerade an so Leuten sehr gut sehen, wie gut dein Kundenservice wirklich ist. Weil wenn jeder Kunde immer voll entspannt ist und niemand hat jemals ein Problem und alles ist immer toll, ja, dann das ist ja einfach. Ne? Guter Kundenservice erkennt man ja daran, dass er bei anstrengenden Kunden immer noch voll geil ist. Ja? Und nicht irgendwie bei anstrengenden Kunden, weil die ja eine Forderung haben jetzt auf irgendeine Art und Weise, dass es bei denen dann doof ist. Das heißt, die anstrengenden Kunden sind super, um das mal zu trainieren und zu üben, dass du einen geilen Kundenservice hast, weil die checken das in der Regel auch, dass sie selber halt anstrengend sind und geben dir dann auch eine gute Bewertung. Und das ist natürlich gut. So viel dazu und das heißt für dich, nimm es hin, ja, und sei ein guter Dienstleister. Mach guten Service, da sammelst du auch bestimmt ein paar Karma-Punkte. Aber sei einfach ein guter Selbstständiger, ja, und nimm nicht an, oh, der hat mich jetzt dafür bezahlt, also mehr mache ich nicht, ne? Da soll er extra zahlen. Nein, du bist Dienstleister, du bist dafür da, einen Soll zu erfüllen, einen Dienst zu erfüllen, okay? Und das ist dein Job. Deswegen mach das auch ohne Widerworte. Sei immer nett und immer freundlich. Nicht irgendwie drüber aufregen und, keine Ahnung, irgendwie sich ärgern darüber, weil das bei den Leuten einfach nicht gut ankommt. Das spricht sich auch rum, wie du drauf reagierst, wenn man vielleicht auch mal 2, 3 Änderungswünsche mehr hat, okay? Der zweite Tipp, den ich euch gebe an der Stelle, ist, auch aktiv drüber zu reden mit den Kunden. Also nicht irgendwie einfach nur das hinzunehmen, so wie ich es eben gesagt habe, ja, und einfach gar nichts draus zu machen, sondern irgendwie auch wirklich mit den Leuten zu reden. Das heißt, denen zu sagen, hey du, hör mal, ich respektiere das total, aber du hast mir jetzt schon 10-mal, wenn es wirklich schon so oft war, du hast mir jetzt schon 10-mal gesagt, du willst das und das und das und das anders machen. Es bringt nicht viel, wenn wir das die ganze Zeit ändern, ja. Und du willst ja auch mal eine Datei verwenden. Deswegen mach mir jetzt bitte einmal eine Korrekturliste, was du willst. Mach dir richtig Gedanken drüber und gib mir nicht jedes Mal so einen Happen. Weil dann hocke ich da jedes Mal, ich muss extra ins Studio fahren und habe dadurch viel mehr Aufwand, weil ich muss ja auch neu exportieren, neu hochladen. Und ich habe die gleiche Arbeit, wenn du mir einfach einmal sagst, was du da genau willst. Also auch wirklich mit den Leuten
konkret reden, ja, und denen, von denen wirklich eine konkrete, ich sag mal, denen eine konkrete Handlungsanweisung geben, ja, weil damit wirst du mitunter am erfolgreichsten fahren, weil du den Leuten eine Anleitung gibst. Woher sollen die wissen, wie die mit dir zu arbeiten haben? Das können die ja nicht wissen. Jeder hat seine eigene Art zu handeln, jeder hat seine eigene Art, Geschäfte zu machen und Leute zu beauftragen und Dinge zu erklären. Und dann musst du das systematisieren. Das heißt, es ist nicht unbedingt immer nur die Schuld deines Kunden, wenn der anstrengend ist. Es ist auch deine Schuld, wenn du es ihm oder ihr nicht anders erklärt hast. Ja, dann ist es auch deine Schuld. Okay? Deswegen, reden mit den Leuten. Mach denen nicht unbedingt eine Ansage. Das ist ein bisschen zu hart. Ja, also du musst jetzt nicht sagen, ey du, hör mal, noch eine Korrektur, aber dann ist auch gut. Weil das ist ja auch nicht schön. Sei einfach nett zu den Leuten. Du, schau mal, wir haben jetzt hier in dem einen Kapitel schon 8-mal was korrigiert. So genau hört keiner hin, ob an der Stelle irgendwie ein Atmer zu viel ist oder zu wenig. Das merkst nur du. Ja, ich weiß, dir ist dein Hörbuch jetzt wichtig und so, aber glaub mir, das hörst nur du, okay? Und da gibt es Autoren, die irgendwie ein Buch schreiben, wo die eigene Katze ein Charakter ist oder so. Und dann sprichst du die Katze und dann sagst du, nein, aber diesen Satz würde dir meine Katze ganz anders sprechen. Ja, okay, okay. Ja, das sind Feinheiten, das sind so Kleinigkeiten. Dann soll sie die Katze doch selber sprechen. Ja, also wirklich den Leuten einfach mal konkret sagen, was Sache ist. Aber immer, und das ist ganz wichtig, in einem sehr, sehr netten und freundlichen Ton und nie angepisst oder so. Und ich finde auch, wenn man als Dienstleister für Dinge bezahlt wird, dann sollte man sich freuen, wenn sowas kommt, weil da kannst du ja scheinen. Da kannst du ja mal zeigen, wie wichtig dir wirklich guter Kundenservice ist. Und genau, das sind die 2 Dinge, die ich euch hier raten kann, um wirklich mit, ich sag mal, anstrengenderen Kunden umzugehen, keine Miene zu ziehen, ja, und das wirklich auch gerne zu machen. Und wenn die anstrengend sind, das einfach hinzunehmen. Das ist Tipp Nummer 1. Und mit hinnehmen meine ich embrace it. Embrace ist Englisch für, dass du es irgendwie auf eine Art und Weise schon gut finden musst. Ja, dass du auch mal solche Leute hast. Und das zweite ist, wenn es zu krass wird, auch wirklich mit den Leuten zu reden. Ja, also denen konkret zu sagen, hey, hör mal, das und das passt mir nicht, so und so würde ich es empfehlen. Das und das macht keinen Sinn, so wie du es dir wünschst. Ja, das würde ich eher so machen. Also wirklich mit den Leuten zu reden. Die sind dir da auch nicht böse. Die freuen sich eher sogar, wenn du denen konkret irgendwas sagst dazu. Okay? Genau, in dem Sinne, viel Spaß beim Ansehen weiterer Videos. Schön, dass ihr bis hierhin dabei wart. Und genau, wenn ihr Lust habt, Sprecher zu werden oder Sprecherin, tragt euch ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. In dem Sinne, liebe Grüße.